dieses Jahr am 8. März sind in über 40 Ländern Frauen und solidarische andere Menschen auf die Straße gegangen. Und das erste Mal seit vielen Jahren wurde in extrem vielen Ländern auch gestreikt. So als kleine Bilanz, in Berlin waren es 10.000 Menschen, die hier auf die Straße gegangen sind. In Uruguay haben die Gewerkschaftszentralen zum Generalstreik aufgerufen. In Frankreich haben große Gewerkschaften zu Generalstreiks aufgerufen. Und in Argentinien und den USA zum Beispiel wurden vor allem Schulen bestreikt von den Lehrerinnen. In Mexiko, Chile, Polen, Italien, dem spanischen Staat, Irland, Brasilien gab es ebenfalls große Proteste. Und natürlich in der Türkei sind Massen an Frauen gegen Gewalt an Frauen und gegen Erdogan auf die Straße gegangen. Jetzt kommt das nächste Video. En varios países nos estamos preparando para protagonizar un gran paro este 8 de marzo. Este 8 de marzo vamos al paro de mujeres. Contra el licenciamiento. ¿Y el gasolinazo? Igual trabajo, igual salario. Por la separación de la iglesia y el Estado. Por educación sexual. Contra los derechos. Aborto libre, legal, seguro y gratuito. Gegen sexistas y globales. Y por ni una menos. Contra las redes de trata. Por los derechos de las mujeres trans. Y la comunidad LGTB. Contra o racismo. El dinero policial. Por los derechos de los inmigrantes. Für die Verteidigung der Geflüchteten gegen die Abschiebungen. Against Trump's brutal imperialist policy. De la Unión Europea. Por el derecho de las mujeres trabajadoras. A luta das mulheres não tem fronteiras. Nosotras y nosotros paramos. Suma al Paro Internacional de Mujeres. Join the International Women's Strike. Lass uns am 8. März gemeinsam streiten. Was dieser 8. März, finde ich, auf jeden Fall gezeigt hat, ist, dass jeder Menge Frauen und solidarischen Menschen bewusst ist, dass es überhaupt keine wirkliche Gleichbehandlung gibt. Also, weiß ich nicht, am 8. März werden Rosen verteilt und es gibt irgendwelche besonderen Aktionen bei Douglas oder so, damit man halt sich schön anzieht, schön schwingt, Pralinen bekommt, so ein bisschen wie am Valentinstag. Aber dieser 8. März hat für mich auf jeden Fall gezeigt, dass es klar ist, wir müssen kämpfen und wir kämpfen auch. Gerade seit der Finanzkrise und seit es einen Extremrechtsruck in Europa, in Lateinamerika, in den USA gibt, wird immer klarer, dass ganz viele Frauen auf die Straße gehen, dass ganz viele Frauen kämpfen. Die Frauenbewegung ist so quasi die dynamischste soziale Bewegung, die es momentan gibt, weil es super viel zu verteidigen, aber auch super viel Neues zu erkämpfen gibt. Frauenbewegung gibt es eigentlich ja schon ziemlich lange, auf jeden Fall. Das wird ganz oft verschwiegen oder vertuscht oder klein gemacht, dass Frauen ganz lange schon kämpfen. Genau. Lilly? Jetzt, genau. Ja, also wir haben ein paar Beispiele. Wir dachten, wir gehen mal so kurz zurück in die Geschichte und machen das sichtbar, dass es nicht so auf einmal ist, dass sich Frauen mobilisieren, sondern dass sie schon ganz lange gemacht haben. Also hier zum Beispiel 1994, es weiß kaum einer, gab es einen Frauenstreik in Deutschland. Ach nee, das ist falsch, ne? 1970 sind wir hier. 1970, ja. 94 habe ich kein Bild, also haben wir kein Bild von. 1970er, eine Demo gegen für das Recht auf Abtreibung. Hier, 1917, Frauen streiken und mobilisieren zu den Arbeitern, um sie auch mit in den Streik zu holen. Clara Zetkin und Rosa Luxemburg organisieren sich gegen den imperialistischen Krieg und genau, machen Frauenkonferenzen, um dagegen zu demonstrieren. Das ist der Brot- und Rosenstreik, ne? Ja, genau, hier, Anfang des 20. Jahrhunderts. Textilarbeiterinnen streiken für Brot, aber auch für ein gutes Leben, also für Rosen in den USA.
Louis Michel, eine Kommunalin, eine der Vorkämpferinnen der Pariser Kommune, die übrigens heute den, ich habe nicht nachgerechnet, 146. Geburtstag hat. Und neben ihr haben ganz, ganz viele Frauen in den Barrikaden der Pariser Kommune gekämpft, haben sich ein Frauenbataillon organisiert, um für ihre Freiheit zu kämpfen. Genau, also Frauen haben schon ganz lange gekämpft. Und wir gehen jetzt nochmal wieder zeitlich ein kleines bisschen wieder nach vorne, nach 1917. Das ist der Frauenkampftag vor 100 Jahren. Was ist da passiert? Also, es herrschte in Russland gerade seit bald 3 Jahren, es herrschte überall auf der Welt seit bald 3 Jahren der Erste Weltkrieg, mit krassen Konsequenzen. Die Menschen in den Städten litten unter schrecklichem Hunger, ihnen war kalt. Die Frauen vor allem hatten Angst um ihre Ehemänner, um ihre Brüder, um ihre Freunde, um ihre Söhne, um ihre Väter, weil die an der Front kämpfen mussten für ihr Vaterland. Und gleichzeitig war die Klasse der Arbeiterinnen und Arbeiter viel weiblicher geworden, weil die Männer ja an der Front waren, mussten die Frauen in die Fabriken eintreten, da hatten sie schon vorher gearbeitet, aber jetzt wurden sie noch viel, viel mehr. Und in St. Petersburg waren 1917 so knapp die Hälfte der Industriearbeiter Frauen. Genau. Und am Internationalen Frauenkampftag, den gab es seit ein paar Jahren, am 8. März, und nach dem russischen Kalender, der 23. Februar, gingen dann die Textilarbeiterinnen in St. Petersburg auf die Straße und gegen Nachmittag fingen sie auch an zu streiken und forderten das Ende des Kriegs und Brot. Genau. Bald kamen in diesen Mobilisierungen auch die Forderung danach, dass der Zar gestürzt werden soll dazu. Und es schlossen sich immer mehr Menschen an. Am Ende des Tages waren 90.000 im Streik. Die Frauen sind zu den naheliegenden Fabriken gegangen, die Arbeiterinnen, zu den Metallarbeitern, zu den Werftarbeitern und haben sie aufgefordert, mit ihnen für Brot, gegen den Krieg und für den Sturz des Zaren zu demonstrieren. 2 Tage später kommt es dann zu einem Generalstreik und kurze Zeit später ist der Zar gestürzt. Genau, daraufhin wird eine provisorische Regierung gebildet und die Arbeiterinnen und Arbeiterinnen und Soldaten auch organisieren sich gleichzeitig in Räten. Auf Russisch werden sie Sowjets genannt. Weil die Übergangsregierung, die gebildet worden war, aber den Krieg nicht beenden will und außerdem das Privateigentum schützt, unter dem die Arbeiterinnen und Arbeiter leiden, weil sie in den Fabriken ausgebeutet werden, wird dann im Oktober auch diese provisorische Regierung gestürzt, und zwar von den Räten, wie man, das ist hier der Petrograder Sowjet, von den Räten unter Führung der Partei der Bolschewiki. Und diese Räte, die organisierte Arbeiterinnenklasse, übernimmt die Macht und enteignet die Kapitalisten. Genau, und dann, damit beginnt eine ganz neue Zeit für die Frauen in der Sowjetunion. Erstmal in der Sowjetunion, vorher war es ja noch keine. Und außerdem sind sie jetzt auf einmal rechtlich gleichgestellt mit den Männern. Sie werden nach einem Monat wird ein Gesetz erlassen, wo sie vollkommen rechtliche Gleichstellung bekommen. Und sie bekommen auch noch ganz viele mehr Errungenschaften, von denen wir später noch ein bisschen erzählen wollen. Ich will euch ein Zitat vorlesen von einer jungen Straßenbahnfahrerin, die ist 22 Jahre alt, als sie das erzählt, und sie erinnert sich daran, wie sie an diesen Mobilisierungen teilgenommen hat und sagt: Ich erinnere mich, wie wir durch die Stadt marschierten. Die Straßen waren voller Leute. Die Straßenbahnen fuhren nicht mehr. Waggons lagen umgekehrt auf den Schienen. Ich wusste damals nichts. Ich verstand nicht, was passierte. Aber ich schrie mit allen anderen, nieder mit dem Zaren. Ich spürte, wie mein ganzes Familienleben zerbröckelte und ich freute mich über seine Zerstörung. Also, die Alexandra Rodionova beschreibt etwas, was ganz viel mit der Vision der Bolschewiki nach der Revolution zu tun hatte. Genau, die Revolutionärinnen und Revolutionäre, die in dieser Partei sich organisierten, hatten die Vorstellung, dass sie menschliche Beziehungen ermöglichen wollten, die ohne Zwang waren. Also Menschen sollten miteinander leben können, sich gegenseitig lieben können, ohne durch ökonomische oder soziale Zwänge aneinander gekettet zu sein. Also sie sollten es aus freien Stücken tun und nicht aus Notwendigkeit. Genau, für sie war dafür wichtig, dass die Familie, so wie sie existierte, absterben musste und an deren Stelle dieser Familie neue Formen und freiere Formen des Zusammenlebens treten müssten.
Genau. Also für die Revolutionäre war die Emanzipation von Frauen eine total wichtige Aufgabe der Revolution, anders als es manchmal behauptet wird. Also von Marxisten wird manchmal gesagt, dass sie sich damit nicht beschäftigen, aber das war nicht der Fall. Es gab ganz wichtige Revolutionärinnen, zum Beispiel wie Alexandra Kollontai, die sich ganz, ganz viel und ganz stark dafür einsetzen, für das eine ganz große Motivation war. Genau, aber die Bolschewiki wussten auch, dass mit der Revolution diese Emanzipation noch lange nicht erreicht war. Also dass es nicht so war, Zar ist gestürzt, Kapitalisten sind enteignet und jetzt gibt es den Frauen super und alles ist gut. Sie wussten, dass Frauen jetzt zwar vielleicht gleiche Rechte hatten, aber dass gleiche Rechte noch nicht gleiche Stellung im Leben bedeutet. Also Gleichheit vor dem Gesetz ist wichtig, aber wenn Frauen immer noch weiter ökonomisch abhängig sind, wenn sie sich immer weiter um den Haushalt, um die Kinder kümmern müssen, dann heißt es nicht, dass sie frei sind. Genau, um das zu ändern, bedurfte es für die Bolschewiki einer bewussten Anstrengung. Also einerseits durch eine andere Erziehung, dadurch, dass Menschen davon überzeugt werden, dass Frauen gleichberechtigt sind, dass sie den gleichen Anteil am Leben und an der Gesellschaft haben müssen und dürfen. Und dass man, indem man diskutiert mit denen, die noch frauenfeindliche Einstellungen hat, sie davon überzeugt, dass es falsch ist, dass es auch für alle schädlich ist, weil das sozusagen unsere anderen Möglichkeiten einschränkt. Und gleichzeitig aber auch mussten materielle Bedingungen geschaffen werden, um befreit zu werden. Also ein Beispiel für solche materiellen Bedingungen, die verändert werden mussten, war, dass die Hausarbeit vergesellschaftet werden musste. Die Hausarbeit war total wichtig für die Familie. Also es war, wenn man darüber nachdenkt, die Familie abzuschaffen, dann muss man auch darüber nachdenken, wofür ist die Familie denn heute zuständig? Und das ist sie heute noch, aber das war sie damals auch, zuständig dafür, für all diese ganzen Sachen, die im Haushalt gemacht werden. Also Kinder erziehen, kochen, Wäsche waschen, putzen und so weiter. Und solange es für diese ganzen Aufgaben, diese sozialen Funktionen, die die Familie hat, keine Alternative gibt, kann man die Familie auch nicht abschaffen und kann an deren Stelle auch nicht schönere, freiere Beziehungen setzen. Also sollte diese Hausarbeit vergesellschaftet werden. Das heißt, es sollte öffentliche Wäschereien eingerichtet werden, öffentliche Essanstalten, Kantinen, Kindertagesstätten rund um die Uhr, Alterspflege und so weiter. Diese vergesellschafteten Einrichteten sollten einerseits dafür sorgen, dass es keine Abhängigkeit mehr von der Familie gibt. Man kann sein Leben auf einmal leben, ohne eine Kleinfamilie haben zu müssen. Das heißt nicht, dass man alleine leben muss, sondern man kann es sich sozusagen viel freier überlegen, wie man das machen möchte. Und andererseits, dass Frauen von dieser doppelten Last, die sie immer gedrückt hat, befreit werden. Weil die Frauen in Russland mussten trotzdem ja auch noch Lohnarbeiten, mussten trotzdem noch in der Produktion arbeiten. Und die Menschen, die in diesen öffentlichen Einrichtungen lebten, sollten unter guten Arbeitsbedingungen dort leben, dort arbeiten und sollten. Und die Einrichtungen sollten unter demokratischer Kontrolle derjenigen stehen, die dort arbeiten und der, die sie nutzen. Genau. Und tatsächlich wurden auch nach der Oktoberrevolution in den größeren Städten solche öffentlichen Wäschereien eingerichtet, öffentliche Kantinen eingerichtet, Kinderbetreuung eingerichtet, Waisenhäuser eingerichtet, in denen diese Dinge angeboten wurden für alle. Genau, das war vor 100 Jahren. Wenn wir heute einen Blick hierhin in unsere Gesellschaft richten, sieht man eigentlich, wie visionär das ist und wie krass. Genau. In Deutschland ist es so, dass es so ein paar Familien gibt, für die Vergesellschaftung der Hausarbeit auch funktioniert. Und das sind reiche Familien. Und für die funktioniert das über den kapitalistischen Markt. Also die vergesellschaften die Hausarbeit, indem sie Leute dafür bezahlen. Dass sie in Restaurants gehen, dass sie teure Kinderbetreuungseinrichtungen bezahlen. Genau. Aber das Problem ist, dass es nur für einige wenige gilt. Und dass die Menschen, die in diesen Einrichtungen arbeiten, auch total schlechte Arbeitsbedingungen haben und oft Migrantinnen sind, die noch schlechtere Arbeitsbedingungen haben als nicht-migrantische Frauen und es vor allem Frauen sind. Und in der großen, gleichzeitig ist die große Mehrheit der Familien, es ist immer noch so, dass Frauen dort die meiste Hausarbeit machen. Also vor 4 Jahren, habe ich eine Statistik gefunden, haben Frauen immer noch jede Woche 10 Stunden mehr im Haushalt unbezahlt gearbeitet als Männer. Und das ist, also es ist auch eins der großen Themen der Bewegung am 8. März,
wo man sich da, also wo die Frauen auch ihre, versucht haben, ihre Hausarbeit zu bestreiten teilweise. In den USA war das so eine große Forderung. Und leider beschränkt sich diese Forderung oft nur darauf, dass man sagt, Männer sollten mehr machen, also es sollte gerechter verteilt werden. Und ich glaube, dass das ist irgendwie besser, als wenn es gar nicht gerecht verteilt ist und es gibt keine Alternative. Aber wenn wir darüber nachdenken, warum es eigentlich so ist, dass Hausarbeit so eine krasse Sache ist, dann ist es so, dass im Kapitalismus ist nicht die Familien selber sind, die davon profitieren, dass sie Unbezahltes machen, sondern das sind die Chefs, die dafür profitieren, dass sie ihren Leuten nicht genug Lohn zahlen, nicht so viel Lohn zahlen müssen, dass sie das auslagern, also an andere Leute weitergeben können, die sie ganz lange Stunden immer in der Arbeit haben müssen, damit es dann noch und das dann irgendwie dann noch dranhängen müssen. Also sind eigentlich Bosse, die davon profitieren. Und ob wir das irgendwie besser verteilen können, das ist eigentlich keine Frage von gutem Willen oder so, sondern es ist eine Frage davon, wie sind die Strukturen geschaffen. Also es gibt Strukturen, die der Staat schafft, die Arbeitgeber schaffen, die immer wieder dazu führen, dass auch auf Frauen diese Hausarbeit lastet. Und die Vision der Bolschewiki war da viel radikaler, weil sie einerseits alle Menschen mit einschloss, also zum Beispiel Alleinerziehende, kommen nicht so weit mit der Forderung, gerechter zu verteilen, weil es niemanden gibt, mit dem sie gerechter verteilen können. Und weil es vor allem viel weiter hinaus auf die Befreiung von dem Zwang, von Zwängen war, gerichtet war und auch dem Zwang, mit einem romantischen Partner leben zu müssen. Und das war alles nur möglich, dadurch, dass die Herrschaft der Chefs beseitigt worden war. Die Vergesellschaftung von Hausarbeit damals war nicht das Einzige, was gemacht wurde oder geändert wurde, versucht wurde zu ändern. Relativ schnell nach der Oktoberrevolution wurde auch die zivilrechtliche Ehe eingeführt, also eine Ehe, die unabhängig von der Kirche funktioniert, und Scheidung. Scheidung war vorher vor allem für Frauen quasi unmöglich und in der Sowjetunion war es dann machbar, dass man quasi einfach auf ein Blatt Papier schreibt, so ich möchte mich scheiden lassen und dann konnte man sich scheiden lassen. Außerdem wurde abgeschafft, dass Männer die Vormundschaft über Frauen und Kinder haben und uneheliche und eheliche Kinder wurden gleichgestellt, gerade auch was den Unterhalt anging. Also wenn alleinerziehende Elternteile uneheliche und eheliche Kinder hatten, haben sie für beide Unterhalt bekommen. Die ganzen Gesetze zu Ehe und Unterhalt waren so als Übergangsgesetze gedacht, weil halt, wie Lilly irgendwie auch erzählt hat, immer diese Vision existierte, wir wollen eigentlich ja ein Zusammenleben, wo es nicht notwendig ist, dass man heiratet, wo es nicht notwendig ist, dass man in so einer Form der Familie zusammenlebt. Hier in Deutschland wurde ganz viel davon so in den 70er Jahren erkämpft. Die Scheidung hier ist immer noch schwieriger als damals in der Sowjetunion und Vergewaltigung in der Ehe war noch bis 1997 hier in Deutschland legal. Auch die Rechte von LGBTI-Menschen waren in der Sowjetunion damals eigentlich besser als heute bei uns. Hier gibt es immer noch keine Ehe für alle, also nur hetero-cis-Pärchen dürfen heiraten. In der Sowjetunion gab es erste Operationen für Transmenschen, Homosexualität wurde legalisiert und Transmenschsein wurde akzeptiert. Also man konnte einfach als Transmensch leben, man konnte sagen, hey yo, ich möchte unter dem Geschlecht leben. Genau, 1920 wurde auch die freie und kostenlose Abtreibung für Frauen in Russland eingeführt. Das ist ja auch ein Recht, das heute immer noch total umkämpft ist. Einer der Auslöser dieses Frauenstreiks am 8. März war die Bewegung in Polen, die gegen Angriffe auf das super, super schlimm restriktive Abtreibungsrecht, was es da gibt, gestreikt haben und damit Erfolg hatten erstmal. Und auch die AfD in Deutschland mobilisiert immer wieder gegen Abtreibung. Also wir waren gerade im September wieder mal auf einer Demo, wo die größer war, glaube ich, als davor die Jahre, wo die AfD mit anderen Rechten gegen das Recht auf Abtreibung demonstriert haben. Wobei man sagen muss, es gibt auch in Deutschland kein richtiges Recht, nur Straffreiheit in bestimmten Fällen. Und an Ländern wie Argentinien oder Chile, wo Abtreibung noch völlig illegalisiert ist, sieht man auch, dass das Recht auf Abtreibung
eine Klassenfrage ist. Also es ist nicht so, dass das alle gleich trifft, wenn Abtreibung verboten ist, sondern gerade arme Frauen sterben, wenn Abtreibung verboten ist, an illegalisierten, unsicheren Abtreibungen, während reichere Frauen einfach in andere Länder fliegen können, um das da zu machen. Und was, glaube ich, besonders hervorzuheben und auch wichtig ist und auch was mit dem heutigen Tag zu tun hat, ist, dass es natürlich Verbesserungen für Arbeiterinnen in der Produktion gab. Und zwar gab es bezahlte Auszeiten bei der Geburt, andere Rechte so in Bezug auf Mutterschaft. Aber vor allem das Prinzip gleicher Lohn für gleiche Arbeit wurde festgelegt. Das ist heute immer noch nicht, in Deutschland immer noch ein Thema. Also in 21%, Frauen verdienen 21% weniger als Männer. Am heutigen Tag, am 18. März, wenn Frauen 2016 weitergearbeitet hätten bis heute, dann hätten sie gleich viel verdient wie Männer, wenn sie bis zum letzten Tag des Jahres 2016 gearbeitet hätten. Also Frauen arbeiten 3,5 Monate gratis, sozusagen, jedes Jahr in Deutschland. Genau, und das ist so ein Prinzip, was nicht einfach so abzuschaffen ist, das merken wir daran, also dass Frauen im Kapitalismus die Arbeit abgewertet wird, das merken wir daran, dass es seit Jahren stagniert, ne? Also es gibt seit Jahren, es ist so über 20%, dass Frauen weniger verdienen als Männer, und das liegt auch daran, dass die Bosse total davon profitieren, dass sie erstens weniger von ihren Gewinnen abgeben müssen und Frauen weniger zahlen müssen und gleichzeitig damit auch so eine Spaltung hinkriegen. Also sie schaffen es, Männer und Frauen gegeneinander auszuspielen. Und da braucht es eine ganz krasse Einstellung von Solidarität und immer wieder sich das bewusst machen, um dagegen zu kämpfen. Und in der Sowjetunion war erstmals die Grundlage gelegt dafür, dass es wirklich, dieses Prinzip wirklich festgelegt werden konnte, weil die Bosse nicht mehr existierten, denen man die Gewinne abgeben musste. Und auch die Spaltung nicht mehr notwendig war, weil die Arbeiter sich ja schon organisiert hatten. Genau. Das hört sich alles super an, oder? Genau, ja. Aber es gab ein paar Probleme. Und zwar war es so, dass in der Sowjetunion erstmal nach dem Krieg die Wirtschaft total am Boden war und die Industrie total ausgelaugt von den Kriegsanstrengungen. Es war alles auf Kriegsproduktion umgestellt worden. Das bringt einem nicht so viel, wenn man essen will. Und außerdem folgte auch die Revolution ein Bürgerkrieg. Die junge Sowjetunion mit all ihren Errungenschaften und ihren Verbesserungen für die breite Masse musste sich gegen die bürgerlichen Konterrevolutionäre wehren. Und das erforderte eine große Anstrengung, also es war nicht leicht. Und deswegen kam es zu Mangel, zu Hungersnöten, und das hieß, dass es zwar die Versorgung vergesellschaftet war, aber es gab so viele Leute, die diese vergesellschaften Einrichtungen nutzen wollten, dass sie auch ganz schnell an ihre Grenzen stießen. Also die Notwendigkeiten stiegen schneller als das Angebot, und öffentliche Kantinen sind zwar schön, aber wenn es da nichts zu essen gibt, helfen sie auch nicht viel. Es gab massenhaft Straßenkinder durch diese Hungersnöte, weil Familien ihre Kinder nicht mehr ernähren konnten, und vor allem Frauen litten oft darunter, dass durch das leichte Scheidungsrecht Ehemänner ihre Frauen verließen und sie für die Kinder jetzt alleine zuständig waren. Also die Ideale der Revolution stießen an ganz harte ökonomische Grenzen der Rückständigkeit in so einem Land, das gerade erst begonnen hatte, sich kapitalistisch zu entwickeln. Also es war durchaus so, dass es zwar das Ziel der Frauenemanzipation gab, aber wie wichtig das war und wie große Priorität darauf gelegt wurde, war immer wieder umkämpft. Und in dieser Situation von ganz viel Mangel und Hunger und so war die Hoffnung auf Revolution in anderen Ländern gerichtet. Also man hoffte darauf, dass vor allem in Deutschland die Arbeiter und Arbeiterinnen auch eine Revolution machen würden und dann in diesem reichen Land die Macht eroberten und dann der Sowjetunion zur Hilfe kommen könnten, und sie ihnen helfen könnten ihre Wirtschaft wieder aufzubauen. Genau, leider scheiterte das. Also es gab ein Scheitern von Revolutionen in anderen Ländern,
Und deswegen war erstmal keine Aussicht auf Hilfe von außen. Man konnte die eigentliche Vision, die es immer war, also es gab nie vorher nie die Vorstellung, dass die Revolution nur in Russland gemacht würde, sondern man dachte, das sei weltweit. Und irgendwie erstmal sah das schlecht aus. Und in dieser Situation etablierte sich dann der Stalinismus. Genau, der basierte darauf, dass es eine kleine Bürokratie gab, die, weil es ja Mangel gab, gab es auch Privilegien. Also wenn es wenig gibt, dann gibt es auch immer den Drang, von dem Wenigen wenig abzugeben. Und weil es diese Privilegien gab, versuchen sie, so gut es geht, das gegen die Mehrheit zu verteidigen. Und kämpften so dagegen, dass es eine innere Demokratie gab und unterdrückten so nach und nach die Selbstorganisierung der Menschen in dem Land. Und irgendwann hofften sie auch gar nicht mehr darauf, dass es Revolutionen in anderen Ländern gibt, sondern sie dachten, man könnte den Sozialismus in der Sowjetunion alleine aufbauen. Und im Stalinismus wurden dann gleichzeitig viele der Rechte zurückgenommen, die die Frauen sich erkämpft hatten. Also es gab verheiratete und unverheiratete Frauen waren nicht mehr gleichgestellt, auch die Kinder auch. Homosexualität wurde verboten, Abtreibung wurde verboten, Scheidung wurde krass erschwert. Frauen wurde wieder gesagt, dass es das Höchste und Tollste ist, Mutter zu sein. Es gab Orden für die Mutterschaft. Wenn man 7 Kinder bekommen hat, hat man den Orden für Mutterruhm gekriegt. Und das ist nicht so gewesen, dass man so gesagt hätte, naja, es ist jetzt erstmal ökonomisch notwendig, weil wir haben ja nichts, sondern es wurde ideologisch begründet. Also es wurde gesagt, die Familie ist die kleinste Zelle der sozialistischen Gesellschaft und das war sozusagen das neue Ideal. Also es gab schon einen totalen Umbruch in der Vision. Die Bürokraten und Bürokratinnen selber hatten Hausangestellte, also für die war es auch gar nicht so wichtig. Also die mussten die Hausarbeit ja jetzt nicht weitermachen, weil da hatten sie Frauen, die das für sie erledigt haben. Diese Angriffe gingen weit darüber hinaus, was ökonomisch notwendig gewesen wäre. Und es ging auch nur, weil eine innere Opposition zerschlagen werden musste. Also es ging eine ganze Generation von Revolutionären und Revolutionärinnen wurden umgebracht oder jahrelang eingesperrt, um das zu ermöglichen. Hier zum Beispiel eine. Ich weiß gar nicht mehr, wen. Genau. Die vom Stalinismus. Ja. So. ja, genau. Was bedeutet das für uns? Denn wir wollen ja auch heute kämpfen für eine Welt, also glaube ich auf jeden Fall, wir können heute kämpfen für eine Welt, in der wir sozial gleich, menschlich verschieden und vollständig frei sind, wie das Rosa Luxemburg gesagt hat. Und genau, wir glauben, dass man aus dieser Erfahrung von 1917 super viel lernen kann. Und so, was man so ungefähr daraus lernen kann, oder wollen wir zur Diskussion stellen. Und wir haben ganz viele dieser Dinge auch aufgeschrieben in einem Manifest von Brot und Rosen aus eben diesen 11 Ländern, was man bei uns gegen Spende bekommen kann. Leider ungetackert, das muss man zu Hause selber machen. Ja, wir haben probiert, mal so ein paar Punkte daraus zusammenzufassen. Zuallererst geht es uns darum, auch an den Erfahrungen von den Frauen 1917, dass wir als Frauen die Subjekte, die Protagonistinnen unserer eigenen Kämpfe sind. Also wir können kämpfen und wir haben gekämpft und wir werden auch weiter kämpfen. Und wenn wir schon mal gezeigt haben, wie 1917, dass Frauen das verändern können, dann können wir das auch einfach wieder machen. Genau, und was wir auch gesehen haben, das ist, dass dieser Kampf kollektiv sein muss. Es ist nichts Individuelles. Es geht uns darum, dass wir Strukturen zerstören, die uns unterdrücken. So war zum Beispiel vor 100 Jahren, was die Menschen dort gemacht haben, war nur möglich, weil es Aktionen auf den Straßen gab, weil gemeinsam gestreikt wurde, weil sich die Leute in Räten organisiert haben, Räten von Arbeiter und Arbeiterinnen und Soldaten. Und wir wären gar nicht so weit gekommen, den Zahn zu stürzen und die Kapitalisten zu enteignen, wenn sie sich nur darüber Gedanken gemacht hätten, was jeder Einzelne oder jeder Einzelne an seinem Leben verändern muss. War der Schritt nötig, sich zu organisieren, sich zusammenzutun und zu kämpfen. Nächster Punkt, den wir auch in dem Manifest besonders wichtig finden, ist, dass für uns ganz klar ist, dass Sexismus und Kapitalismus keine getrennten Sachen sind. Wir müssen
wir müssen Kapitalismus bekämpfen, um auch irgendwann weg von dem Sexismus kommen zu können. Lilly hat es vorhin ziemlich cool gesagt. Wenn, also Bosse profitieren einfach davon, dass vor allen Dingen Frauen unbezahlte Hausarbeit machen, weil sie davon profitieren, wenn ihre ArbeiterInnen gesund und gesättigt und so zur Arbeit kommen, Klamotten anhaben etc., die halt zu Hause repariert werden, gekocht werden, die Leute werden dort bekocht. Genau, sie profitieren davon und spalten uns als ArbeiterInnen in Männern und Frauen, genauso wie in AusländerInnen und Einheimische. Sie profitieren davon, dass sie bestimmten Gruppen von Menschen weniger zahlen können, weil es so eine Vorstellung gibt, dass die schwächer sind, gerade über Frauen, dass sie schwächer und ohnmächtiger sind, nicht so stark arbeiten können. Dann können sie halt den Frauen einfach total gerechtfertigt weniger bezahlen. Das heißt, wir müssen mit Kapitalismus brechen, um alle Rechte zu erlangen, wie zum Beispiel in der Oktoberrevolution, als die Frauen den Zahn gestürzt haben. Gut, dann gab es eine Übergangsregierung, da haben sie gemerkt, sie kriegen da auch nicht alle Rechte, haben sie halt die Übergangsregierung gestürzt und Produktionsmittel vergesellschaftet, um dann irgendwie endlich die Möglichkeit zu haben, wählen zu dürfen zum Beispiel. Sie sind damals für das Recht, wählen zu dürfen, auf die Straße gegangen, was dann kurz nach der Oktoberrevolution eingeführt wurde. Wenn es keine Bosse mehr gibt, die unsere Möglichkeiten einschränken, dann können wir auch einfach ganz viel mehr machen. Wir können zum Beispiel auch uns dann wirklich mal fragen, ob so Kleinfamilie und vor allem homosexuelle Partnerschaften das sind, also die Form sind, in der wir leben wollen, und können uns fragen, ob wir wirklich in der Kleinfamilie Hausarbeit leisten wollen, weil es dann überhaupt erstmal Alternativen dazu gibt. Eine ganz kurze Ergänzung. Ja. Genau, das Wahlrecht wurde schon von der Übergangsregierung eingeführt, aber natürlich erst, nachdem die Frauen da auf die Straße gegangen sind, gestreikt sind, und die anderen Rechte, die wir gerade vorher erzählt haben, da mussten die Frauen nicht mehr für streiken. Genau. Das heißt aber nicht, dass wir darauf warten, dass die Revolution kommt. Um zu einer Revolution zu gelangen, müssen wir jetzt kämpfen. Die Frauen, die die Februarrevolution losgetreten haben, die wussten schon, wie man kämpft. Oder die hatten schon Erfahrungen gemacht. Die sind nicht einfach so auf die Straße gegangen. Sie hatten zum Beispiel gelernt, wie man sich organisiert, indem sie während des Ersten Weltkriegs gegen die Erhöhung von Brotpreisen auf die Straße gegangen sind. Sie haben immer wieder Aufstände gegen die Unterversorgung gemacht. Diese Erfahrungen hatten sie schon gemacht. Und sie hatten also hatten die Erfahrungen gemacht, wie man sich organisiert. Und dadurch konnten sie erst eine Revolution machen. Also dadurch, dass sie für kleine Sachen gekämpft haben und Erfahrungen gemacht haben, sich zu organisieren, sich gemeinsame Aktionen zu machen, wussten sie, wie sie in dem Moment zu agieren hatten. Und auch Fortschritte jetzt in unseren Lebensbedingungen und in unseren Rechten machen uns es viel, viel leichter zu kämpfen, weil wir dann mit weniger krassen Sachen zu kämpfen haben. Das sind unsere Schützenkämpfe im Kampf. Genau. Also, was für eine Art Bewegung brauchen wir? Wir brauchen eine antikapitalistische Frauenbewegung, die auf ihrem Weg zur Revolution für immer mehr Rechte kämpft, aber sich nicht damit zufrieden gibt, diese Rechte zu erlangen, sondern bis zum Ende geht. Genau, dafür muss sie unabhängig sein von der Bourgeoisie, also von den Kapitalisten und Kapitalistinnen, und unabhängig von allen Parteien, auf die sich diese Bosse stürzen. Denn wir können ja nicht, also es ist ja total unlogisch, mit denen, die von unserer Ausbeutung profitieren, gegen unsere Ausbeutung kämpfen zu wollen. Oder für unsere Befreiung kämpfen zu wollen. Weil die werden uns immer bremsen und verraten. Das bedeutet auch, dass wir gegen uns Verbündete suchen können bei anderen, die von diesen Bossen unterdrückt werden. Also, genau. Statt auf diese Parteien der Bourgeoisie, der Bürgerlichen zu vertrauen, müssen wir in unsere Kraft vertrauen, in die Kraft der Arbeiterinnen und Arbeiter. Denn wir haben 1917 gesehen, was passiert, wenn Streiks die Wirtschaft komplett lahmlegen und dass dadurch die Möglichkeit, also dass in der Stellung der Arbeiterin als diejenigen, die den Reichtum der Gesellschaft zu produzieren, die Kraft und die Möglichkeit, die
liegt, dieses System zu stürzen. Also wer unsere, die größten Verbündeten für die Frauen sind, die Arbeiter und die Arbeiterinnen. Denn was ja auch sehr logisch ist, weil unter den Arbeiterinnen und Arbeitern ist die Hälfte nun mal weiblich. Und nicht nur weiblich, es gibt auch ganz viele, die nicht weiß sind und die nicht heterosexuell sind und die unter ganz vielen anderen Unterdrückungen, Arten der Unterdrückung leiden. Und um dahin zu kommen, dass wir eine Frauenbewegung haben, die sich auf die Kraft der Arbeiterinnen und Arbeiter stützt, müssen wir genau die Themen in den Vordergrund stellen, die uns heute als Arbeiterinnen betreffen. Also gegen Prekarisierung müssen wir kämpfen. Dagegen, dass Frauen am Arbeitsplatz diskriminiert und sexuell belästigt werden. Dagegen, dass es gleichen Lohn, dafür, dass es gleichen Lohn für gleiche Arbeit gibt. Solche Dinge sind das Allerwichtigste für die Frauenbewegung, jetzt diese Fragen in den Vordergrund zu stellen. Und zuletzt noch, wir brauchen eine internationalistische Frauenbewegung. Also es ist genau der richtige Schritt in die, der Schritt in die richtige Richtung gewesen am Frauenkampftag. Es ist eine koordinierte Aktion in 50 Ländern gab. Es muss viel weiter ausgeweitet werden. Denn wie der Stalinismus gezeigt hat, der am Ende die Frauen in der Sowjetunion verraten hat, reicht es nicht, in einem Land zu kämpfen. Weil der Kapitalismus ist international vernetzt. Und wir siegen nur international. Genau. Und um nochmal noch zu zeigen, dass es auch praktisch, ganz praktisches Internationalismus zu zeigen, haben wir euch aus dem spanischen Staat von einer Gruppe von Protodromen, von Hidrosas, die dieses Jahr mit einer Gruppe von, die heißen Las Kellys, das ist eine Gruppe von Frauen, die in den großen Luxushotels putzen und super scheiße behandelt werden da und sich da total stark gegen organisieren und total cool sind, mit denen sind sie gelaufen und sie haben uns ein Grußwort geschickt. Also ins Mikrofon geredet. Estamos usando internacionalista y anticapitalista desde Marenosas, Estado Español, a todas las compañeras de Alemania. Si nos toca a una, nos organizamos miles. Also sie hat gesagt, einen antikapitalistischen und internationalen Gruß an alle Genossinnen in Deutschland. Wenn sie eine von uns anfassen, organisieren wir uns zu Tausenden. Genau, vielen Dank.